Kette richtig einstellen. Bei Crossbikes, Dirtbikes, Pocketbikes immer das Gleiche. Eine Kette wird aufs Fahrergewicht eingestellt. Hier ist die Kette ist nicht aussagekräftig. Das heißt, ihr müsst euch draufsetzen und dann schauen. Am Schluss sind es nur zwei Schrauben oder vier. Auf jeder Seite zwei. Und zwar hier der Kettenspanner hat einmal, wird über die Radachse gehalten und dann über die hier vorne geschraubt. Bevor ihr es aber einstellt, testet es erstmal. So, ihr setzt euch drauf und die ist zu hart. Die kann man jetzt zwar bewegen, aber nur sehr hart. Ihr wisst jetzt, die Kette ist zu hart. Das heißt, wir nehmen in dem Fall 14er Schlüssel, schrauben hier die Achse auf, halten auf der anderen Seite gegen, drehen hier auf, machen die Schraube locker und ziehen dann, weil es zu hart ist, am Kettenspanner die Mutter nach hinten. Also müssen wir die lockern. Und es ist immer ganz wichtig, dass ihr immer auf beiden Seiten die Kettenspanner gleich spannt und auch die Umwindungen zählt. Und dann schaut ihr euch den Reifen an und schaut, ob der gerade ist. Vor allem die Bremsscheibe. Das heißt, wenn ihr euch euren Reifen aufbockt und ihr schaut eure Bremsscheibe an, dann soll der sich ohne Probleme drehen. Er soll nicht eiern, er soll auch hier in der Flucht nicht nach rechts oder nach links schauen. Soll immer gerade laufen und auch in der Mitte vom Bike sein. Das könnt ihr mit dem Auge gut kontrollieren. Und dann ist die Kette, also der Reifen schon mal richtig drin und jetzt kommt noch die Kettenspannung. Die Schraube gedreht und lockerer gemacht, weil es vorhin zu fest war. Ihr müsst euch wahrscheinlich ein paar Mal draufsetzen. Nicht nur einmal machen und dann ist das Ding fertig. Setzt euch drauf und stellt die wirklich richtig ein. Wie soll eine Kette eingestellt sein? Die soll 1 bis 2 cm Spiel haben. Hier hat sie jetzt, naja, 1,5 hätte ich gesagt. Und ist einigermaßen in Spannung. Also sie labert nicht komplett rum. Jetzt sitze ich aber nicht drauf. Jetzt muss ich mich draufsetzen. Schauen wir mal. Schau, hier ist sie schon wieder fest. Das heißt, sie ist immer noch fest. Wir müssen wieder hier an der Schraube rumspielen. So, nächster Versuch. Wir haben sie wieder noch ein bisschen lockerer gemacht. Setzen uns wieder aufs Bike. Und jetzt, das ist gut. Die Kette kann man hier leicht bewegen. Nicht zu leicht, so ein bisschen Spannung ist drauf. Aber man hat so ein Spiel von 1 bis 2 cm. So soll es sein. Die wird hier über die Kettenführung dann noch gehalten. Und wenn ihr unter Last seid, habt ihr nicht zu viel Abrieb. Also und die Kette schlägt aber auch nicht rum. Das heißt, wenn sie zu weich ist, schlägt die Kette aus. Und wenn sie zu stramm ist, dann geht euer Ritzel ganz schnell kaputt. Euer Zahnrad und euer Ritzel. Das war's mit Kette einstellen. Viel Spaß!